Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, ihr seht mich schon hier sitzen, ihr seht schon, was ich vorhabe. Ich räume aber gleich, bevor ich jetzt starte, noch einmal kurz hier auf. Ich habe eine Etagere vor. Ich denke, ihr könnt es euch denken, wenn ihr das hier seht. Ich habe mir meine größte Form einfach wieder auf ein Zebra gestellt, damit ich sie nachher hier hin und her bewegen kann. Die anderen beiden stehen auf einem Holzbrettchen, was ich mit Klarsichtfolie jetzt provisorisch erstmal umwickelt habe, weil ich habe jetzt in meinem Regal ein Regal stehen, ein kleines. Das ist eine Briefablage, wo ich, wenn das Harz angehärtet ist, also so, dass nichts mehr läuft, ich sag mal so nach 2, 3 Stunden, wie auch immer, kann ich dieses Brettchen, Moment, dieses Brettchen nämlich dann einfach vorsichtig nehmen, in dieses Regal reinschieben und habe meinen Platz wieder frei, kann das Ganze aushärten lassen in aller Ruhe und vor allen Dingen, es ist sogar ein bisschen staubgeschützt, weil es in diesem Regal da hinten steht. Kann ich euch, wenn ihr wollt, kann ich euch das beim nächsten Mal mitfilmen, dann zeige ich euch das. Deswegen stehen die jetzt hier auf Brettchen. Ihr seht natürlich, trotzdem ist mein Platz hier irgendwie sehr begrenzt. Ich werde mir deswegen Harz anmischen. Dann bin ich wieder da. Ich trage beim Harz anmischen, trage ich immer meine Maske. Handschuhe ziehe ich natürlich gleich auch noch an. Das ist selbstredend, ne? Und ich habe mir gedacht, wir nehmen Weiß. Wir nehmen Rosa, Light Rose Pearl ist das von Dippon. Ganz tolles, schimmerndes Rosa. Dann habe ich für die Mitte die Chrome Mirror Gold Foil Flakes. Die werdet ihr in meinen letzten Videos vielleicht schon öfters gesehen haben. Die sind total geil. Und ich habe ganz neu das Geode Art Gold Metallic Pearl. Das ist nicht so ein Gelb-Gold wie das, aber ich würde wohl ganz gerne ein bisschen Gold mit reinmachen. Also wir werden mal gucken, das habe ich so als Plan B noch hier stehen. Ob ich es wirklich nutze, weiß ich noch nicht. Sehen wir dann gleich. Und was ich auch noch habe, ist White Diamond Microflake. Das sind ganz schöne, das sehen aus wie, naja, wie so kleine Diamanten glitzert das halt, ne? Damit möchte ich auch noch was machen. So, das sind meine ganzen Farben. Ach so, und ich nehme noch in mein Weiß ein bisschen Snowstar White Pearl. Das ist ein schimmerndes Weiß. Sieht jetzt in dem ein bisschen unspektakulär aus. Angemischt schimmert das ganz schön. Das mache ich noch in mein Weiß rein. Gut, das sind meine Farben. Ich werde mir jetzt ungefähr 700 Gramm Harz, denke ich, anrühren. Also ich würde mal behaupten, 100... 200, 400 passen da rein, in etwa, vielleicht ein bisschen weniger, aber ich denke mal so 700 Gramm werde ich machen. Wenn ich nachher was über habe, das sehen wir dann, dann gieße ich halt noch einen passenden Untersetzer. Ich habe ja hier, Moment, ich krame, ich verschwinde mal kurz in den tiefen Tiefen. Ich habe ja noch von Up Art Resin diese Geodenform, die ganz gut passt. Da könnte man dann zum Beispiel noch ein kleines Schälchen draus machen oder einen Untersetzer. Sollte noch Harz überbleiben. Gut, das ist also der Plan. Achso, und ich habe von Let's Resin Pink Opal Flakes. Die gab es mal bei Amazon im Angebot. So eine Box war das. Ich wollte erst von Dippon die nehmen. Die finde ich nämlich auch so geil. Die 3D Diamond Chameleon Mauve. Da ich aber was mit Gold machen möchte und die sind mehr silberlila, habe ich mich umentschieden. Was ich aber auch gerade noch sehe, entschuldigt, sind die Irregular oder Irregular Pink Rainbow Shreds. Die sehen natürlich auch cool aus. Ich glaube, die kombinieren wir ein bisschen. Wir nehmen ein paar von denen und wir nehmen ein paar von denen. Das ist eine ziemlich coole Kombi. So, ich rühre mein Harz an, bin gleich wieder da. Ich habe schon das erste in meiner Form drin. Ich weiß auch noch gar nicht, wo ich jetzt Harz anrühren soll. Der Tisch ist nämlich voll. Und ja, dann legen wir sofort los. So, wir können loslegen. Ich habe mein Weiß angemischt. Ich habe, das rühre ich gleich nochmal ordentlich durch. Dann habe ich mein Rosa hier. Das schimmert schön. Ich habe meine Mitte schön glitzerig. Und ich habe noch ein bisschen von dem Geode Gold. Da müssen wir gucken, das ist ja so ein bisschen Reservefarbe. Da weiß ich noch nicht genau, ob ich das haben möchte. So, damit ich hier ein bisschen Platz spare, fülle ich jetzt schon mal meine Becherchen hier, meine Spritzbeutel voll. Sonst habe ich nämlich hier partout keinen Platz mehr auf dem Tisch. Ich habe jetzt so circa 30 Gramm gemacht. Ob das zu viel nachher ist an Farbe oder so, das sehen wir dann. Aber ich habe lieber ein bisschen in Reserve, bevor mir nachher irgendwo an irgendeiner Stelle die Farbe ausgeht. Denn ich verteile gleich mein Harz komplett auf die Formen. Dann habe ich nichts Klares mehr über.
Das heißt, was ich dann nicht habe, habe ich ein Problem. So. Einmal die erste Farbe. Ich habe wirklich hier keinen Platz mehr auf dem Tisch. Das ist echt, mit drei Formen ist das so eine Sache. Das auch noch mal einmal durchgerührt. Und dann kommt mein Weiß auch rein. So. Ich wollte erst aus dem Becher gießen, aber ich habe mich dann doch umentschieden und gesagt, ich mache lieber Spritzbeutel. Ich habe eine ziemlich unruhige Hand heute und das würde nicht gut gehen. So. Farbe schön nach unten drücken. Und den Spritzbeutel einmal zumachen. Man kann da jetzt eine Wäscheklammer oder irgendwas drum machen. Man kann das einfach so machen. Ich knote das jetzt hier einmal zu. Dann habe ich wenigstens nicht so viel von diesem Plastik im Weg. So, ziehe das einmal ein bisschen stramm runter. Dann kann mir auch nichts mehr umkippen, auslaufen oder sonstiges. Und den Knüsel da oben, den nehme ich einfach die Schere und schneide den ab. Dann kann mir da nichts mehr passieren. Dann kann ich das schön beiseite packen und kann das Ganze schön zumachen. So. Und auch das Knoten dazu. Muss jetzt nicht perfekt dicht sein. Ist einfach nur, damit mir nichts irgendwie runterfällt oder sonst irgendwas. So, dann haben wir das. Gut, Müll kommt beiseite. Ich schiebe jetzt die Form etwas rüber. Ich stelle meine Farben weg. Das war wieder das Light Rose. Dann hatte ich diese Shredder habe ich da reingepackt. Habe ich euch ja eben schon alles gezeigt. Das brauche ich tatsächlich noch. Das No Star White kommt weg. Ich brauche hier echt Platz. Ich habe hier wirklich keinen Platz mehr. Ich habe auch hier schon wieder keinen Platz mehr. Das Gold kann weg. So, ich räume kurz auf und dann geht's los. So, ich habe ein bisschen Platz geschafft. Geschafft. So, jetzt verteilen wir erstmal unser klares Harz auf die Formen hier. Ich muss das jetzt nach Augenmaß machen. Ich wollte es eigentlich erst abmessen, aber auch das habe ich natürlich dann wieder im Eifer des Gefechts verpennt. So. Einfacher ist es natürlich, wenn man sich einen Becher nimmt. Und ich brauche übrigens auch noch einen, fällt mir gerade ein. Wenn man sich einen Becher nimmt und dann einfach den Becher immer wieder vollfüllt. Also ich sag mal als Beispiel 2 Becher in die erste Form, 4 Becher in die zweite Form, 8 Becher in die dritte Form oder irgendwie sowas. Dass man halt immer die gleiche Menge hat. Das ist ein bisschen einfacher. Was bei meiner Form übrigens auch noch ganz schwierig ist, sehe ich gerade, das sind halt diese billigen Formen, das ist nun mal so. Und die kommen teilweise
verknickt in einem Umschlag. Und die hier senkt sich. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das denn wohl hinkriege. Ich lege mal einen Löffel hier zum Beschweren dran. Die senkt, also die geht nach oben. So, die ist ziemlich voll. So, das dürfte für die auch reichen. So. Und die hier ist mir etwas zu voll geworden, tatsächlich. Und ich habe ja gesagt, wir haben noch Plan B. Runtergefallen. Jetzt ist die mir runtergefallen und ist natürlich dreckig geworden. Super. So. Die rutschen wir mal dahin. Ich brauche ein bisschen Klebeband. Die ist mir tatsächlich eben runtergekippt hier die Form. Und jetzt ist da natürlich Staub drin. Das wollen wir nicht. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Ich glaube, ich kann hier ein ganz bisschen rausnehmen noch. Ganz bisschen hier so. Das schubsen wir da rein. Da kann noch ein ganz bisschen rein. Und dann füllen wir hier noch was rein. Diese Form fasst übrigens 100 hier. Die werde ich also jetzt nicht ganz voll kriegen. Ich glaube nicht, dass ich 100 Gramm über habe. So. Das war ein großer Becher Harz, 700 Gramm. Ich habe lange nicht mehr so viel Harz angemischt. Diese Becher hier, die wische ich übrigens mit einem, ich sag mal, mit einem Zewer nachher aus und anschließend mit einem Feuchttuch. Dann kappe ich die direkt sauber, weil ich kratze meine Becher tatsächlich aus. Ihr seht das, ne? Ich kratze also wirklich alles aus. Und dann habe ich nachher, wenn das ausgehärtet ist, nur so einzelne Pümpels drin. Und die machen mich wahnsinnig. Da brauche ich eine halbe Ewigkeit, diesen Becher dann sauber zu machen. Deswegen geht es, finde ich, schneller, den direkt zu säubern, als im Nachgang. So, hier darf noch ein kleines bisschen rein. Das machen wir aber nicht jetzt. Den Becher mache ich nachher sauber. So. Gut. Der kommt jetzt dahin. Jetzt hole ich einmal ganz kurz meinen Heißluftföhn. Ich stelle euch kurz auf Pause, weil der immer so laut ist. Das rauscht euch sonst in den Ohren. Gehe einmal kurz hier entlang, fische die Bläschen hier von den Seiten weg. Da setzen sich ja ganz gerne mal hier Bläschen in die Ecken. Die pule ich gerade raus und dann gehe ich mit dem Heißluftföhn drüber, um die Bläschen kaputt zu machen. Ihr wisst, ich nehme auch sehr, sehr gern einen Bunsenbrenner, aber diese billigen Amazon-Formen, die wölbt sich hier richtig. Das ist total ätzend. Mein Löffel liegt schon im Harz. Da muss ich mir echt gleich was einfallen lassen. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Die können keine Hitze ab. Also da ist es tatsächlich so, geht ihr da mit dem Bunsenbrenner dran, dann geht euch die Form mega schnell kaputt. Seht ihr das, wie sich das hier wölbt? Das ist mega ätzend hier. Ich weiß noch nicht, was ich da drauf packen soll. Gut, ich mache das gerade fertig und bin gleich wieder da. So, meine Bläschen sind entfernt und ich hatte ja den Glitter noch vergessen. Den, was hatte ich jetzt genommen? White Diamond Microflake. Und damit fangen wir jetzt an. Und ich, es läuft schon wieder. Benutzte Becher, manchmal hasse ich sie. So, und ich wollte mir hier so einen kleinen Glitzerrand gießen.
Seht ihr, jetzt wisst ihr, warum ich das zuknote, ne? So, in dem hier ist jetzt ein bisschen mehr Glitter drin, aber da fehlt ja auch noch einiges an Harz, deswegen ist das auch nicht schlimm. Das ist ja auch nur wieder ein Hauch von. Ich habe übrigens vergessen, den hier blasenfrei zu machen. So, einmal kurz das, was noch aufgestiegen ist, entfernen. Ganz schön getrödelt heute hier. So. Und jetzt kommt erstmal unsere Mitte. Wieder daneben gekleckst. Was aber nicht so dramatisch ist, weil den verteilen wir sowieso noch. So. So. Ach so, ich habe die Mitte im Dreck. Ich vergesse, ich behandle meinen Untersetzer gerade sehr stiefmütterlich. Der Arme, der kriegt hier gar nichts ab. Der soll natürlich auch ein bisschen Mitte kriegen. Ne? Nicht so viel, mehr habe ich nicht, aber ein bisschen was soll er auch kriegen. So. Gut. Jetzt kommt der spannende Moment. Jetzt machen wir unsere Blumen. Ich stehe mal auf und ich hatte eben noch eine Schere, genau. So, Nummer 1. Das ist gut. Nummer 2. So, ich schneide die ein bisschen größer, einfach weil ich auch größere Formen habe.
So. Die lasse ich so. So, jetzt kommt mein Dotting-Tool hier. So, geschafft. Ich hoffe, das reicht an Farbe. So, alle ist. Hier machen wir noch gerade die Blobs weg. So, und jetzt heißt es Daumen drücken. Bläschen entfernen. Und was wir total vergessen haben, ist unser Gold. Ich wusste doch, da war noch was. Ich wusste doch, ich hatte noch Gold. Inklusive Flusen. Komm her, du Flusen. Kennt ihr diesen einen Fussel, der euch das Leben schwer macht? So.
glaube, jetzt haben wir es so langsam. Wir sind fertig. Ich mache noch meine Stäbchen sauber und dann heißt es Daumen drücken und gucken, was passiert. So, die kommen jetzt erstmal hier weg. Sonst haue ich nachher noch irgendwas wieder um. Ich kenne mich. Und dann hoffen wir mal, dass das so funktioniert, wie ich es gerne hätte. Das nennt man immer kaputt reparieren. So, ich will die Ränder noch ein bisschen definieren. So, mehr mache ich jetzt nicht. Ein letztes Mal Bläschen. Was ist mit meinem Bunsenbrenner los? Da kommt nichts mehr raus. Jetzt. So, fertig. Das war's. Gerade einen Block verhindern. Und jetzt heißt es Daumen drücken. Ihr kriegt jetzt noch mal gerade ein Close-up. Und dann schauen wir mal mit ganz viel Daumen drücken, ob es funktioniert. Hier kommt der Close-up. Sie blühen schon mal. Die müssen sich nicht komplett schließen. Das ist schön, wenn sie es tun, aber es ist gar nicht zwingend notwendig. Es darf also auch ruhig ein bisschen klar in der Mitte bleiben. Der kleine und der Untersetzer. Also, bis später!